Mutter hat das Volk ja mal wieder über die staatliche Willkür gewonnen. Das kommt selten genug vor. Aber es zeigt, es lohnt sich halt doch auf die Straße zu gehen. Es lohnt sich halt doch Unterschriften zu sammeln und seinen Unmut kundzutun. Seit Anfang Juli stehen wir jeden Montag hier und haben für Gusten Moller demonstriert. Der Mann, der seit 7 Jahren unschuldig in der Psychiatrie sitzt, nur weil seine Frau bei der Hypo-Vereinsbank gearbeitet hat und hat dort für vermögende Kunden illegal Geld in die Schweiz geschafft. Damit das nicht so öffentlich wird, hat man sich gesagt, dann sperren wir den Gusten Moller doch einfach mal weg. Hat auch lange funktioniert, aber also im letzten Jahr kam das dann immer mehr in die Öffentlichkeit. Im Internet fing es an zu rebellieren, jeden Tag erschienen neue Blogs. Und irgendwann merkten die Leute, das alleine bringt nicht. Petition schreiben, unterzeichnen war zu wenig. Irgendwann kriegten die Leute mit, wir müssen auf die Straße. Und zwar nicht nur in Bayern, wo das passiert ist, sondern zum Beispiel auch hier in Düsseldorf. Wir sind also sicherlich hier die Größte mit ungefähr 30 Leuten gewesen, die nördlich der Mainlinie für Gusten Moller auf die Straße gegangen sind, haben mehrere hundert Unterschriften gesammelt. Und wie Sie ja heute aus den Nachrichten entnehmen können, ist Gusten Moller heute freigekommen. Das Martyrium für 7 Jahre ist nun vorbei. Und wir das Volk haben also wenigstens einmal in den letzten Jahren mal wieder gewonnen. Es hat sich gelohnt, auf die Straße zu gehen. Man möchte eigentlich dazu auffordern, sowas öfters zu machen. Denn Gusten Moller ist garantiert kein Einzelfall. Auch wenn man das gerne so hinstellen möchte, Jahr für Jahr verschwinden mehr Leute in der Psychiatrie. Die Verweildauer steigt stetig an. Und ein Finanzbeamter, ein ehemaliger, ein Herr Schwenger, den man ja ebenfalls psychiatrisiert hatte und aus dem Dienst gejagt hatte, der hat ja schon angekündigt, dass er weitere Fälle öffentlich macht, wo auch die Hypo-Vereinsbank dahinter steckt, wo wiederum jemand von dieser Bank in die Psychiatrie gebracht werden soll, damit er nicht so viel an die Öffentlichkeit bringen kann. Auf jeden Fall haben wir heute erstmal einen Grund zu feiern. Gusten Moller ist frei und wir wünschen ihm erstmal alles Gute. So, Gusten Moller ist ja heute aus der Psychiatrie entlassen worden, nach 7 Jahren unschuldig in der Psychiatrie. Nicht geholfen, dass heute entlassen wurde, haben natürlich auch viele Düsseldorfer. Denn wir haben ja hier seit Juli jeden Montag demonstriert und auch Unterschriften gesammelt, indem sich ja nun mehrere hundert Düsseldorfer auch in die Listen eingetragen haben. Online konnte man sich natürlich auch noch beteiligen, auch da wird es dann noch endlich gegeben haben. Und die Sache war ja nun mal wirklich erfolgreich. Der Druck der Straße, der ging nun auch an der Justiz nicht mehr vorbei. Haben ja bisher immer alles schön versucht zu verheimlichen und zu vertuschen. Letzte Woche hieß es noch groß, ja, die Justiz hat Fehler gemacht, aber die Fehler waren nicht so groß, dass der Mann wieder Aufnahmeverfahren kriegen soll. Dabei muss man sich fragen, wie groß müssen die Fehler eigentlich in Bayern sein, bis man wieder Aufnahmeverfahren kriegt. Weil seit Monaten schon, seit letztem Jahr, geht ja regelmäßig durch die Presse, allein die Süddeutsche hat über 100 Berichte gebracht, was im Fall Gusten Moller alles falsch gelaufen ist, was da gelogen und betrogen wurde. Und dann gehen diese Schwarzkittel hierher aus Bayern und behaupten doch noch kackfrech, ja, so schlimm war das ja alles nicht, so viele Fehler waren das gar nicht. Wie viele Fehler müssen es in den Bayern denn noch sein, wenn das schon nicht ausreichte? Aber inzwischen haben sie dann doch langsam die Faxen dick gehabt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gusten Moller noch lange nicht draußen wäre, wenn wir im Internet und hier auf der Straße und durch die Unterschriftensammlung nicht den Druck aufgebaut hätten und hochgehalten hätten. Es war langsam für sie nicht mehr erträglich. Nur das ist der Grund, warum Gusten Moller wirklich rausgekommen ist.
Manche glauben ja, Gustl Mollat sei ein Einzelfall. Das sehe ich aber ganz anders. Das sehen wir hier, die wir hier aktiv dabei sind, eigentlich fast alle ganz anders. Wir wissen, dass die Einweisung in der Psychiatrie, in der Forensik, seit Jahren steht die steigt, dass die Verweildauer immer länger wird und dass vor allen Dingen immer kritische Bürger immer häufiger davon betroffen sind, die dort also verschwinden sollen. Deswegen, Gustl Mollat ist kein Einzelfall. Es ist natürlich schön, dass er heute endlich mal nach über 7 Jahren rausgekommen ist. Nicht so schön für die Hypo-Vereinsbank, denn in dem Fall Gustl Mollat ging es ja um diese Bank. Seine Frau hat für diese Bank gearbeitet, hat für reiche Kunden Geld in die Schweiz geschafft, an der Steuer vorbei. Und als Gustl Mollat das öffentlich gemacht hat, wurde er dann in die Psychiatrie gesteckt. Wer sowas macht, das haben wir, ist ja kein Einzelfall mehr. Wir haben ja ähnliche Fälle gehabt mit den Finanzsteuerberatern aus Frankfurt, wo alleine 15 Beamte in den vorläufigen Ruhestand geschickt wurden, weil sie nicht bereit waren, bei der Commerzbank war es damals, aber wahrscheinlich auch bei anderen Banken, mal nicht so genau hinzuschauen. Das heißt, es ist also tatsächlich kein Einzelfall, sondern es kommt eigentlich immer wieder vor. Und Herr Schmengert, so heißt einer dieser Steuerberater, hatte gerade erst vor einigen Tagen auf Störsender TV mitgeteilt, dass ihm noch ein weiterer Fall Gustl Mollat bekannt ist, wo es wiederum um die Hypo-Vereinsbank geht, die er jetzt in den nächsten Tagen sicherlich veröffentlichen wird. Ich darf mich also nochmal hier bei den Düsseldorfer bedanken, die mit ihren Unterschriften zum Beispiel auch dafür gesorgt haben, dass man Gustl Mollat jetzt endlich freilassen musste.